Moin Leute, Rio hier. Heute mal mit einem neuen Video dazu, wie ihr schnell an Kochzutaten kommt. In dem gewissen Fall an Mais. Der Spot befindet sich in Klagenthal. Und zwar hier ganz, ganz oben an der Spitze im Kibotzfeld. Die ganze Area hier ist voll mit Mais. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Spot, wie das Ganze ausschaut. Empfehlen würde ich das Ganze aber erst mit Level 60. Warum? Damit ihr nicht permanent Aggro zieht. Sonst lohnt sich das Ganze mich nicht, weil ihr die ganze Zeit am Kämpfen seid. Und Kisten mitnehmen. Die Mais respawnt auch sehr, sehr schnell. Das heißt, ihr könnt eigentlich immer hier euch durchloopen. Wie ihr gerade gesehen habt, zum Beispiel, der Mob hätte euch jetzt schon geaggroht, wenn ihr nicht Level 60 wärt. Ja, müsst ihr immer gucken, dass ihr da nicht zu nah rankommt, wenn ihr das möglichst effektiv machen wollt. Beim Vorfeld schon mal hier farmen, ein bisschen. Geht auch relativ schnell, also geht hier durch, geht dann hier weiter, könnt dann links das Feld, nämlich als, meistens als erstes, wo ich dann darüber gehe zu dem anderen. Wie ihr seht, hier ist unendlich viel Mais und die kommt auch genau dann wieder am Ende von der Route wieder an dem Punkt raus. Einige Mobs müsst ihr bekämpfen und ja, kriegt auch noch mal gut Azoth dabei, wenn ihr Azoth auf euer Sichel habt, wie in meinem Fall. Und halt wie gesagt hauptsächlich in der Masse diese Kochzutaten. Könnt ihr eine Kürze sagen, wir haben mit 700 angefangen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber geht mit euch einmal eine komplette Runde durch. Habe jetzt auch nicht den höchsten Damage Output, da ich aktuell auf Konzentration geskillt bin. Und ja. So, dann nehmen wir den Mais noch mit. Alles mitnehmen, was geht. Wie gesagt, versucht so wenig zu kämpfen wie möglich, einfach um das Ganze effektiv über die Runden zu bringen. So, nachdem ihr Test habt, könnt ihr hier rüber gehen. Sammelt dort alles ein. Ich nehme immer erst die Bereiche, wo keine Gegner sind. Man da ungestört farmen kann, ohne dass dann irgendwas wieder respawnt, wenn ihr dann nicht ganz durch seid. Haltet einfach die Gegner im Auge, dass ihr da nicht zu nah rankommt. So wie jetzt. Vielleicht zwei geaggrot. Gibt da nochmal gut Waffen XP für zwischendurch. Hier sind noch ein paar Büsche, müsst ihr manchmal aufpassen. Ihr wollt ja eigentlich schon die Mais haben.
So, nehme ich noch die ganze Reihe mit, wo die anderen wieder respawnen. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon über 900 Mais, also 200 innerhalb von gut 5 Minuten gemacht. Und das war noch nicht mal alles. Die Hunde sollten euch eigentlich nicht aggroen. So, dann geht ihr hier einmal rüber. Da kann es jetzt sein, dass der Hund euch aggroht. Aber spielt keine Rolle. Ihr geht hier hin. Dann noch komplett die drei mit. Sollte mit 60, wie gesagt, eigentlich kein Problem mehr darstellen. So. Hier sind sehr viele Büsche, deswegen einfach schauen, dass hier nur versucht, den Mais abzubauen. Jetzt nehmen wir den in der Mitte auch noch mal mit. Gut. Und dann geht ihr hier auf die Straße. Nimmt den Speedbuff mit. Und überspringt ihr alles und kommt dann hierher. Da nochmal Mais. Kisten könnt ihr, wie gesagt, looten, aber müsst es nicht. Dann noch ein paar Kräuter. Für alle, die Eisenkraut brauchen. Dann seht ihr hier wieder vorne an dem Feld, nur dass ihr es seht, hier gibt es keinen Mais. Das lohnt sich nicht. Okay, lass noch nicht los. Ja, ich dachte, ich könnte die irgendwie dazu bringen, ihre Akku zu verlieren. Aber anscheinend nicht. So. Dann könnt ihr hier zu dem über die Mauer springen. Mich wieder am Mais bedienen. Ihr wird euch eh irgendwann aggroen, also einfach töten. Nur wie sehr. Der Hund macht nichts, solange er hier auf dem Feld bleibt. Ja, ein Hit kommt. Und so kriegt ihr halt auch relativ schnell eure Erntearbeit hoch.
Wenn ihr da das auch noch nicht auf 200 habt, läuft ihr vielleicht ein paar Runden, je nachdem, wo ihr halt seid, gerade aktuell. Und nimmt die Masse an XP mit. Eignet sich auch hervorragend, wenn ihr im niedrigen Erntabbaubereich seid, da es dafür keine Restriktionen gibt. Komm. Jedes Mal fehlt mir ein bisschen was, das nervt. Dann geht ihr einmal hier rüber. Und hier einmal das Feld leer. Mit 2. Und könnt dann damit relativ easy sowohl euer Erntearbeit als auch euer Kochen später sehr, sehr gut steigern. Da ich euch dann zumindest um einen Teil der Materialien keine Gedanken mehr machen müsst. Manchmal, so wie hier, wird euch das zwar angezeigt, ist aber etwas verbuggt, da müsst ihr ein bisschen zur Seite gehen, dass ihr es dann ernten könnt. Hier ist ein Baum, den Baum solltet ihr auch fällen, dass ihr manchmal jetzt wie hier unten an dem Maise rankommt. Ja, da ist schon wieder einer, der noch nicht angezeigt wurde. Jedes Mal, also da müsst ihr darauf achten, wenn ihr das seht, einfach ab und zu, wie gesagt, er zeigt zwar den Knotenpunkt an, aber wenn es nicht geht, dann läuft er weiter. Genau, dann könnt ihr hier auf der Straße langlaufen. Dürfte euch nichts passieren und dann seid ihr auch wieder am Anfang angekommen. Das war die ganze Runde. Wie gesagt, nur nochmal, um euch den Spot zu zeigen. Hier wird's Feld. Ganz, ganz oben im Klagental. Genau, in der Mitte oben gelegen. So. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und viel Spaß beim Farmen, euer Rio. Bis zum nächsten Mal. Ciao.